Jedes Jahr landen 6,4 Millionen Tonnen Plastikmüll in den Ozeanen. Doch was ist Plastik überhaupt? Seit den 1950er Jahren wird Plastik industriell aus Erdöl, Kohle und Erdgas gewonnen. Und bis heute wurden ca. 8 Milliarden Tonnen Plastik produziert. Dies entspricht 822.000 Eiffeltürmen oder einer Milliarde Elefanten aus Plastik. Heute wird Plastik so gut wie überall verwendet, weil es ein günstiger und vielseitig einsetzbarer Stoff ist. Wo begegnet dir Plastik im Alltag? Plastik ist in vielen Produkten enthalten, die man nicht damit in Verbindung bringen würde. Kleidung, Lippenstift, Zahnpasta und Schreibwaren. Aber wie gelangt Plastik eigentlich in die Ozeane? Zunächst kommen 20% des Plastikmülls direkt von den Schiffen auf den Meeren, weil der Müll bewusst illegal entsorgt oder durch den Wind vom Schiff fällt. Die weiteren 80% setzen sich aus Plastikpartikeln in den Flüssen, auf großen küstennahen Mülldeponien oder im Abwasser zusammen. Industrie, Haushalte und Tourismus sind die Hauptverursacher. Zum Beispiel gelangt beim Waschen der Kleidung Mikroplastik ins Abwasser. Vom gesamten Plastikmüll in den Meeren werden 15% wieder an Land gespült und verschmutzen die Strände. Meeresströmungen transportieren den restlichen Plastikmüll in sogenannte Akkumulationsgebiete, wo der Müll riesige Inseln, sogenannte Plastic Islands, bildet, deren Fläche teilweise sogar größer als jene Deutschlands ist. So enthalten die Ozeane inzwischen mehr Plastik als Plankton. Aber warum löst sich Plastik nicht nach einer gewissen Zeit auf? Dies lässt sich dadurch begründen, dass Plastik wohl ein Wegwerfgut ist, aber es sehr lange dauert, bis es sich im Meer zersetzt. So braucht beispielsweise eine Plastiktüte 10 bis 20 Jahre und eine Plastikflasche sogar 450 Jahre, um zu verrotten. Plastik löst sich nicht wie ein Apfel einfach auf, sondern wird zu Mikroplastik. Dieses lagert sich zum Beispiel in Krebsen an und gelangt durch die Nahrungskette auch in den menschlichen Körper. Auch andere Meerestiere werden durch das Plastik Gefahren ausgesetzt. Seevögel halten Plastikgegenstände für Futter und versorgen damit ihre Jungtiere, die an den Partikeln ersticken. Schildkröten verwechseln Plastiktüten mit ihrer Nahrung. Da Tiere, wie Menschen, Plastik nicht verdauen können, sterben sie daran. Plastik kann nicht abgebaut werden und die Folgen des Plastikmülls sind für Tier und Mensch dramatisch.